ich habe einen Pocketletter bekommen. Und zwar habe ich mit der lieben Martina getauscht. Wir hatten einen Pocketletter-Tausch. Und ihrer ist gestern angekommen. Und der ist so ultra niedlich, weil, ich sag euch warum, der ist total personalisiert auf mich. Ich zeig euch warum. Da hat sie natürlich mein Herz berührt. Mein Herz getroffen. Ich zeig euch das mal. Hier haben wir ein paar Goodies. Wir haben gesagt, wir machen da nicht viel mit Goodies und ich finde es auch mittlerweile. Oh, aber hier ist irgendwas, fällt hier aus dem Tütchen raus. So, das gehört auch noch zu den Goodies, das zeige ich euch gleich. Und jetzt kommt der Pocketletter. So. Und ich zeige euch jetzt mal. Guckt mal. Bäm. Ist der nicht total süß? Mowgli. Also da hat sie natürlich mein Herz getroffen, weil Mowgli, ne? Ihr wisst ja, ich und mein Mowgli. Richtig schöne, tolle Idee. Auch hier mit dem Pfötchen. Sehr schön gemacht. Hier auch mit den Hundeknochen und dann hier dieses Foto in der Mitte und dann diese Herzchen und das ist einfach traumhaft mit dem Namen hier, Mowgli. Dieses Foto, so geil. Oh, das ist so geil, das ist so komisch, seinen Hund auf dem Pocketletter zu sehen. Das ist echt ultra komisch, aber echt mega geil. Den würde ich mir am liebsten irgendwo hinhängen, weil es ist natürlich schon geil, ne? Ja, ich bin ganz gerührt von dem Pocketletter. Ich habe auch gestern schon mit ihr geschrieben. Und ich finde den echt unglaublich toll. Weil er einfach persönlich ist, ne? Den hat sie einfach persönlich für mich gebastelt. Und ja, ganz klasse. Ach, das ist süß. Oh, mein Schätzchen. Ich könnte stundenlang mein Schätzchen angucken, obwohl er gerade hier neben mir sitzt. Ne, mein Liebling, hast du ein Pocketletter? Hey. Ja, dann drehen wir das Ganze um. Da haben wir, wie gesagt, ein paar Goodies. Die packe ich auch nicht aus. Das sieht man ganz gut. Hier ist Band und Holzfiguren. Hier ist die Post. Die habe ich auch schon gelesen. Das sind so Holzfigürchen. Und hier so Briefmarken. Finde ich ganz cool. Die klebe ich mir ins Smashbook. Da habe ich eine Briefmarkenseite. Und ja, wir hatten gesagt, Goodies und muss nicht viel sein. Und weil es ist einfach, ein Pocketletter ist ein Pocketletter und darum soll es auch gehen. Ja, mein Schätzchen. Und genauso ist es eben bei Flipbooks. Das nimmt so ein bisschen Überhand. Und das muss nicht sein, weil es ist meistens ja eben auch so Kleinfutzelkram, den man hinten drin hat oder so als Extras in Tütchen verpackt mitbekommt. Ach, da weiß man aber nicht, wohin mit dem kleinen Futzelkram, ne? Wobei der schöne ist, nicht missverstehen, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das ist, man muss einfach nicht übertreiben. Es geht doch hier um den Pocketletter. Der ist schön und ich finde die Goodies absolut in Ordnung, weil sie schrieb, oh, sie hat mir nicht so viel geschickt wie ich ihr. Das ist doch Quatsch, das ist doch jetzt völlig Latte. Ich habe hier noch diesen Papierbogen mitbekommen. Den hat sie noch mitgeschickt. Und hier ein Band und so Sticker. Und hier hatte ich noch, da war doch noch eins. Ist da noch was drin? Ich weiß gerade nicht. Genau, da war nämlich, war ich doch sicher. Da war dann halt noch hier, war da noch ein Tag bei. Und hier aus der Flow auch so ein Kärtchen, sage ich mal. Und dann hat sie mir noch ein Tütchen mitgeschickt. Und da sind halt so verschiedene Sachen drin. Hier ist so ein Herzscham. Hier ist so ein Bilderrahmen, finde ich ganz cool. Hier ist eine schwarze Häkelschleife oder Wollschleife auf jeden Fall. Also ein Standsteil. Hier sind Pompoms, so kleine. Und hier seht ihr ja, ne, so ein Blümchen ist bestimmt selbst gemacht. Finde ich auch sehr schick. Hier sind zwei Schams, aus, also so Herzschams. Genau. Also voll cool. Und der Pocketletter übertrifft sowieso alles. Das war die Post von der lieben Martina. An dieser Stelle nochmal Dankeschön. Ich finde den Pocketletter wirklich ganz klasse. Hast mir eine Riesenfreude gemacht, weil der ist echt,
Der ist einfach mal total persönlich und das gefällt mir. Ich habe auch schon Pocketletter bekommen mit meinem Namen und so, wo drauf geklebt war. Und das finde ich einfach total schön, weil es einfach sehr persönlich ist, ne? Aber das ist oberniedlich. Und ja, Mowgli, das ist, wenn es um Mowgli geht, ah, ihr wisst ja. Das war auch schon das Video kurz und knäpplich. Vielen Dank nochmal an Martina. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video und das kommt gleich. Ich filme jetzt noch ein Päckchen ab, was ich von der Viola heute bekommen habe. Bis gleich. Tschüss.